So, hallo erstmal, ich bin's wieder, euer Agro-Armee, und ich spiele heute wieder ein Free-to-Play für euch. Ich stelle euch wieder ein neues Spiel vor, was ich bei Steam gefunden habe. Ich habe bei Steam ein bisschen rumgestöbert nach kostenlosen Spielen, was euch vielleicht gefallen wird. Ich weiß, dass die Welt oder sehr viele auf der Welt Minecraft spielen. Ich spiele jetzt Minecraft nicht, weil das kostet ja was, aber ich werde einen Minecraft-Klon spielen, und das heißt Creativerse. Creativerse heißt das Spiel. Ja, es ist ein Klon. Ihr seht ja hier schon im Hintergrund diese Blockwelt, sag ich mal. Der einzige Unterschied bei diesem Spiel ist, die Figuren oder die Gegner und das, was man baut, ist in einer normalen Grafik und nicht in dieser Blockgrafik. Ja, es gibt hier wahrscheinlich auch verschiedene Modis wie bei Minecraft. Hier hat man diesen Handschuh, den seht ihr hier, zum Abbauen. Ich habe schon ein bisschen gespielt, habe mir schon hier eine Treppe hier hochgebaut am Berg, auf beiden Seiten. Und habe mir hier schon eine kleine Höhle gebaut, mit Fackeln davor. Ja, habe mir schon eine kleine Kiste gebaut. Upp, seht ihr schon, ich habe ein bisschen was in der Kiste. Und das ist meine Tasche, das ist in der Kiste. Ja. Ich habe auch schon die erste Werkbank gebaut. Oder eher gesagt, das ist so eine Art, ja, Schneidemaschine. Wenn ihr jetzt Holz nimmt zum Beispiel, könnt ihr aussuchen, ob ihr, ja, ich sag mal, Holzbretter haben wollt oder so ein Wood Rod. Drückt ihr dann drauf, dann stellt ihr das hier unten auch her. Ich habe schon ein paar Sachen gebaut. Wie gesagt, ich habe auch hier schon einen Korridor nach unten gebaut. Aber bin ich noch nicht weitergegangen. Wollen wir wieder nach oben. Hab mir jetzt gerade eine Tür gebaut. Ach, ihr seht ja auch, hier seht ihr die Tiere zum Beispiel. Upp. Upp. Das ist ein kleiner Rambock. In der Nacht verwandeln die sich. Das ist nicht so wie bei Minecraft, wo Zombies rumlaufen, sondern diese Tiere verwandeln sich. Aber die verwandeln sich in echt heftige Gegner. Also, man muss zusehen, dass man nachts irgendwie sich in seine Höhle verschanzt oder so. So. Das kann ich noch nicht abbauen. Ich habe mir hier so ein Gerät gebaut, da kann ich dieses Zeug abbauen. Bupp. Und jetzt baut das langsam diesen Kohl ab. Oder diesen Stein, den ich selber nicht abbauen kann. Alle anderen Steine kannst du selbst abbauen. So wie hier. Nur dieses dunkle Zeug kann ich nicht abbauen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe schon vorhin eine Tür gebaut. Ah, cool. Wie komme ich jetzt rein? Ah. Geile Sache. Also, wir haben schon mal eine Tür. So. Ja, auf Q, wenn ihr auf Q drückt, habt ihr das Crafting-System. Hier seht ihr, was ihr in der Tasche habt. Blueprints. Die Karte. Ich habe hier unten, ganz, ganz klein, seht ihr das, was gebaut. Das ist ein bisschen näher dran. Ja. Das Crafting-System habt ihr hier verschiedene Sachen. Alle Sachen. Meinen Sachen, also eben halt Sachen zum Bauen, also Werkzeug. Hier sind Waffen und Armor. Dann habt ihr ja Kisten, die Tür zum Beispiel. Ich habe noch eine kleine Kiste zum Aufbewahrungskiste. Hier gibt es eben halt für die Ranch, also für, wie nennt sich Ranch nochmal auf Deutsch? Muss ich erstmal überlegen. Für den Bauernhof sozusagen. Verschiedene Sachen. Ja. Ein Fence, also ein Zaun. Bin jetzt total auf Englisch wieder fixiert. So. Hier sind noch verschiedene andere Türen. Und Favoriten. Craft. Ihr könnt nicht nur selber craften, sondern ihr könnt höchstwahrscheinlich auch eigene Werkbänke bauen.
Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich eine Werkbank herstelle. Craft. Mine. Ich muss jetzt... Was ist das hier? Ah, ich muss Bedrock Stones finden. Da gehen wir jetzt auf eine kleine Expedition. Ich muss also in irgendeine Höhle. Ich habe hier vorhin eine Höhle gefunden. Schnell ins Wasser. Ah. Oh, ich habe nicht mehr so viel Leben, sehe ich gerade. Ich muss also irgendwie versuchen, was zu essen. Kann ich... Ah, ich habe es gegessen. Oh, was kommt denn da raus? Da ist die Höhle, wo ich eigentlich rein wollte. Oh, 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 oh. Ist der denn jetzt abgeblieben? Habe ich den getötet? Das wird hier sehr dunkel drin. Kann ich eine Fackel herstellen? Da. Craft. Fackel, 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 Fackel. Und Inventar. Da. 6. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die da reinkriege. So. Kriege ich die, muss ich die da, wo die Waffe ist, hinziehen? Nee. Hm. Das muss ich noch rausfinden. Ich kann hier also kaum was sehen. Hier ist noch Wasser irgendwo. Ah, da hinten. Da sind die Bedstones. Ja, davon brauche ich's. Sammeln jetzt erstmal ein paar von. Limestone, Bedrock. Oh! Oha! Irgendwas. Ein Night Pixie hat mich getötet. Oh, ich habe mich erschrocken. Ja, so geht das. Jetzt muss ich erstmal gucken. Wo bin ich? Ja. Da bin ich. Und ich muss hier ungefähr irgendwie hin. Das heißt, geradeaus laufen. Da habe ich mich aber erschrocken, du Mann. So, da bin ich wieder zu Hause. Der hat hier jetzt auch abgebaut. 6 Stück. Dann fülle ich gleich wieder aus. So. Ich möchte ganz gerne den hier bauen. Ist
Stone Slab. Bed. Habe ich keine Bedrocks? Null. Was ist denn null? Was habe ich denn da in meinem Inventar gefunden? Limestone. Oh nein. Ich muss jetzt nochmal runter in die Höhle. So, diesmal habe ich ihn. Ah, okay. So, wir wollen raus hier. Ja, raus, 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 raus. Ich hoffe, dass ich jetzt alles habe, was ich brauche. Da hinten noch. Da, die muss ich haben. Die sind gut. So, ihr seht, die Bäume, also es sieht sehr, sehr doll nach Minecraft aus. Aber mir persönlich gefällt es ein bisschen besser sogar. Gut, ich habe nicht viel Minecraft gespielt. Nur mal ganz kurz. Aber das Crafting-System hat mir überhaupt nicht gefallen, weil wenn man nicht weiß, was man wohin tun soll, ja, dann kommt man nicht voran. Es kann sein, dass es da irgendwie ein Tool gibt oder irgendwie sowas in dem Spiel, was ich nicht gefunden habe bei Minecraft. Aber hier bei dem Spiel finde ich das eigentlich ziemlich cool gelöst. Ja. Mal gucken. Kuh. Ich wollte ja jetzt das Ding hier bauen. Oh, ich habe nur 4 Bedrocks. Das heißt, sie muss dann noch mal rein. Hätte ich mal vorher gucken sollen, ne? Ich Idiot. Oh. Da muss ich dann noch mal rein. Jetzt würde ich hier natürlich wieder raus. Da. Man sieht eigentlich fast gar nichts. Ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt. So. Jetzt schnell zurück. Die andere Werkbank bauen.
das? Ja, da ist meine Treppe. Ich glaube, ich sollte hier mal eine Fackel machen. Auf die 3. Dann weiß ich, dass es... Dann baue ich da nochmal eine rum drauf. So. Oh, hier gibt es... Das sind auch Fackeln. So, nehmen wir mal gucken. Die Werkbank. Oder was ist denn das? Ein Ofen. Jetzt brauche ich noch Stone Slabs. Tür auf. Tür zu. So. So, jetzt kann ich schon den bauen. Das ist ein Forge. Also ein Brennofen sozusagen. Eine Schmelze. So. Connect all. So. Nehmen wir mal gucken. Die 3. Wo ich die Schmelze hinstelle. Da. Was kann ich da? Fuel wird wohl, denke ich mal, Holz sein. Was? Hello, wood. Okay. Oh, Coal bringt 2-mal Flamme. Ich möchte aber gerne... Das ist alles Brennmaterial sozusagen. Okay. Fossile. Bricks. Ah, okay. Forge Able. Das bedeutet sozusagen Baubares, sag ich mal. Mit diesen Sachen kann ich Melted Wax kann ich jetzt da reinmachen und bekomme Wachs. Wofür ich das jetzt brauche, weiß ich noch nicht. Wofür ich Fossilien brauche, weiß ich auch noch nicht. Das wird sich aber alles im Laufe des Spiels herausfinden. Collect all. Okay, jetzt habe ich in meinem Inventory Wachs. Schmelze erstmal weg. Okay, mal gucken in mein Inventory. Back. Knochen. Wo sind die Fossilien? Da. Actually lazy animals actually get covered by dirt and stone like this one. Ja, wahrscheinlich brauche ich die irgendwie zum Craften für Armor oder ich keine Ahnung. Mal sehen. Chests kann ich herstellen. Oh, was ist denn das? Ich kann ein Oberteil craften. Natürlich crafte ich das. Ah, somit kann ich jetzt die nächsten Sachen auch schon craften. So, mal hingucken. Im Inventar. In meinem Bag. Habe ich das craft. Habe ich es jetzt gecraftet? Da. Ah, okay. Das habe ich sozusagen schon an.
Ja, das war jetzt eine Runde Creativeverse. Ist ein Spiel, wie gesagt, bei Steam, was umsonst ist. Ich würde es empfehlen, euch mal zu testen. Also wer diese Aufbauspiele mag oder Survival Games, wie man überlebt in der Wildnis, so wie Ark, so wie ach, Minecraft natürlich der größte überhaupt. Das ist ja so eine Art Klon davon. Ja, probiert's einfach mal, weil es kostet nichts. Ist gar nicht mal so schlecht, finde ich. Die Grafik ist auch besser als bei Minecraft. Bei Minecraft gibt es zwar etliche Mods, damit das ein bisschen aufgepeppt wird, aber ich habe keine Lust, immer andauernd Tausende von Mods runterzuziehen, damit das Spiel ein bisschen besser aussieht. Klar, diese Pixelwelt stehen manche drauf. Ich stehe eigentlich auch auf Pixelspiele, aber nicht bei Minecraft. Ich finde das hier ein bisschen besser. Ja, wenn euch das gefallen hat, gebt mir unten in den Comments einen Bericht, wie euch das gefallen hat, sag ich mal. Schreibt vielleicht noch was rein, wie welches Spiel ich als nächstes spielen soll. Wenn ihr eins habt, was es bei Steam gibt, umsonst oder bei einer anderen Plattform, ja, schreibt mir einfach und gebt mir vielleicht noch einen Like-Button oder drückt auf den Like-Button, vielleicht noch ein Abo. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und guten Abend. Ciao.